So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster-Opening und wir gucken uns an Commander Legends. 20 Karten Draft Booster. Warum 20 Karten? Weil das damals okay war, weil man damit ja ein Commander-Deck bauen wollte. Ich glaube, ein 50-Karten-Commander-Deck oder ein 40-Karten-Commander-Deck. Man braucht auf jeden Fall ein Commander-Deck. Und ja, wir starten stark mit Preordian. Preordain oder Preordiane. Ein blaues Mana, Scry 2 und dann ziehen wir eine Karte. Also Scry, wir können entweder oben oder drunter legen, die obersten zwei Karten. Sehr stark. Souls Might. 5 Mana, Sorcery, wir legen X plus 1 Marken auf eine Kreatur. Bei X die Stärke dieser Kreatur ist. Nicht schlecht für einen Voltron Commander. Crow of Dark Tidings. 302-1 fliegend, wenn sie ins Spielfeld kommen oder stirbt, mildt man zwei Karten. Run Maging Goblin. Das ist ein Reprint, glaube ich. 3-1-1 tappen, wir werfen eine Karte ab, ziehen eine Karte. Derange Assistant. Auch das ist ein Reprint. 2-1-1 tappen, wir milden eine Karte und kriegen dann ein farbloses Mana. Rot, weil ich hier gerade noch unten war. Oh mein Gott, Blacky, was ist heute los? Koa Cartograph. 4-2-2, wenn er ins Spielfeld kommt, durchsuchen wir das Deck nach einer Ebene und bringen sie getappt ins Spiel. Dann mischen wir unser Deck. 5-5-4 Trampel ist der Silverback Shaman. Das Artwork ist der Hammer. Wenn er stirbt, ziehen wir Karte. Seer's Lantern. 3 tappen für ein farbloses, 2 tappen Scry 1. Wir können die oberste Karte angucken und sie oben wieder oben oder unter das Deck legen. Sehr, sehr cool. Phyrexian Rager. So. 3-2-2, wenn ein Spiel bekommt, ziehen wir eine Karte und verlieren Leben. Richtig cooles Artwork hier mit dem Horror. Hier noch nicht als Phyrexian gefleckt. Tatsächlich. Das war noch vor diesem Change. Fiery Cannonade. 3 Instant. Wir fügen 2 Schaden an jeder Nicht-Piraten-Kreatur zu. Ja, Nicht-Piraten. Sky Heller Shot. 3 Instant. Wir zerstören eine Kreatur mit Stärke 3 oder mehr und Scryens. Ach, weil hier so ein Whale ist. Sky Whalers Shot. Ach Gott. Command Sphere. Tappen für ein farbloses Mana, beziehungsweise tappen für ein Mana, wer Farbidentität eures Commanders, also beliebiges Mana und Opfer an Szenekarte. Ja, ist mittlerweile auch so oft gereprintet worden, ist auch nichts mehr wert. Trusty Backpack Beast? Das Artwork. Dieses arme Tier. Ach man. 3-2-3. Wenn es Spiel bekommt, bringen wir ein Artefakt aus dem Friedhof auf die Hand. Armes Tier. First Response. 4 Enchantment. Zu Beginn des Saisonsmans verliert man, wenn man im letzten Zug Leben verloren hat, seit dem letzten Zug kriegt man 1-1 Soldier. Ja. Noxious Dragon. 6-4-4 fliegend. Wenn er stirbt, zerstört man eine Kreatur mit Mana-Kosten 3 oder weniger. Das nicht ankam, nötig. Sifterwurm. 7-7-7 Trampel. Wenn er ins Spiel kommt, Scry 3. Dann zeigen wir die oberste Karte unseres Decks vor. Wir kriegen Lebenspunkte in Höhe der umgebenden Mana-Kosten. Immerhin das. Und oh mein Gott. Apex Devastator. 10-10-10. Kaskade. Und ja, das steht genauso da drauf. Bei Kaskade ist, wenn dieser Spell am Stack ist, decken wir von oben unserem Deck auf, bis wir einen Spell haben, der hier in dem Fall 9 oder weniger kostet und können ihn casten. Krass. Und Radiant Sarah Archangel. 7-6-4 fliegend und man kann eine andere getappte, ungetappte Kreatur tappen mit fliegend und die kriegt Shots von der Farbe unserer Wahl mit Partner. Sehr cool. Und hier haben wir sogar einen Piraten. Oh mein Gott. 2-1-1, wenn er angreift, kann er plus 1 kriegen. Für jedes Mal, wie ihr einen Commander aus der Commander-Zone gecast habt, dieses Game. Das heißt, er wird immer stärker im Laufe der Zeit. Dann haben wir Champion of the Flame. 2-1-1 trampeln und er kriegt +2/+2 für jede Ausrüstung oder Verzauberung. Stark. In voll. Und ein Spirit. Ja, soviel zu Commander Legends 1, muss man ja mittlerweile sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ob ihr seht. Ciao, ciao.